Jetzt, Manuel, wann bist du, das hat mich gecatcht. Ich dachte erst, du bist seit 5 Jahren bist du Geschäftsführer bei Sea Shepherd und bist jetzt so, aber die Organisation existiert ja schon seit ewig lang. Und Ja, richtig. jetzt erst habe ich davon gehört. Also ich habe Sea Shepherd 94 kennengelernt. Original gibt es Sea Shepherd schon seit 1977. Sorry, Und leider, dass ich nicht stören kurz davon. du, mach einfach. Das muss ja weg, nützt ja nichts. Ich will nur nicht, dass es da einsifft. Und so die Kurzfassung ist im Grunde, Sea Shepherd ist eine international tätige Meeresschutzorganisation, die halt direkt rausgeht auf die Meere mit den Schiffen, um halt die illegalen Aktivitäten, die dort stattfinden, zu unterbinden. So, wenn das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann dokumentieren wir das und stellen halt das Material den staatlichen Stellen zur Verfügung und natürlich auch der Öffentlichkeit, um halt entsprechend Druck ausüben zu können. So, und wie gesagt, ich habe 94 Sea Shepherd kennengelernt, da waren sie an der Küste Norwegens unterwegs mit der Whales Forever, um dort gegen den Walfang vorzugehen, gegen den illegalen Walfang, das muss man ganz klar sagen, denn seit 1986 ist der kommerzielle Walfang verboten. So, und nun haben die Norweger ein Kriegsschiff geschickt, eine Fregatte, die Andenes, und die hat die Whales Forever angegriffen, gerammt, es wurden Unterwasserbomben geworfen, also sie wurden beschossen. Und ich habe das bei Stern TV gesehen und habe gedacht, meine Fresse, was ist da los? So, ne? Also ich war total fasziniert, aber auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite aber auch negativ. Positiv, weil ich mir gedacht habe, warum sind Menschen bereit, das Leben zu riskieren oder ihr Leben zu riskieren, um halt Meerestiere, Wale zu retten? Und ich war halt negativ fasziniert davon, dass die Norweger bereit sind, da Menschen zu töten, um ihren Walfang zu schützen. Ich habe mich dann halt belesen. War ja damals noch nicht so viel mit Internet, das muss man auch sagen. Das war ja alles noch ein bisschen so in den Kinderschuhen. Kannst du jeden Gedanken kurz googeln Ja, sofort? genau, das hat dann natürlich nicht funktioniert. Habe dann tatsächlich noch handschriftlich eine Bewerbung ausgefüllt, die in die USA geschickt. Damals das Hauptquartier von Sea Shepherd noch in den USA. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und 97 war dann die Sea Shepherd 3 in Bremerhaven. Das ist ja von Bremen Katzensprung. Und dann bin ich direkt zum Schiff und habe gefragt, ob ich helfen kann. Ja, kannst du gerne machen. Dann habe ich erstmal meinen Jahresurlaub dort verbracht, also 4 Wochen im Sommer. Habe gemerkt, das reicht mir nicht. Da muss ich mehr machen. Bin halt zu meiner vorgesetzten Pflegedienstleitung und habe sie gefragt, ob ich unbezahlten Urlaub bekommen könnte. Und da sie selbst in Afrika unterwegs ist, um dort gegen für hungerleidende Kinder zu arbeiten, war sie sofort auf Feuer und Flamme, hat den Antrag für mich unterzeichnet und dann. Dann habe ich mein Auto verkauft und bin halt ein halbes Jahr mit der Sea Shepherd 3 mitgefahren. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hat das mein Leben nachhaltig verändert. Also es war schon Krass. echt krass, ja. Das wirst du oft von mir hören, das ist immer so mein Lieblingssatz. Ich finde es halt wirklich krass. Ich meine, was soll man sagen? Man hat damals einen Job, vor allem in dieser Vor-Internet-Zeit. Das heißt, du bist länger bei Sea Shepherd im Endeffekt oder fast so lange bei Sea Shepherd, wie ich alt bin. Ja, Krass. das ist richtig. Ja. Und wieso war das mit den Wahlen so? Also wieso dieser Konflikt über Wale? Wieso wurde das verboten 86? Und wieso sind Menschen, also warum hat dich das so gecatcht? Was war der Grund? Also die Meere haben mich schon immer interessiert, ich war schon immer fasziniert. Und Wale, klar, also jeder mag irgendwie Wale, ne? Jeder mag auch irgendwie Robben, das ist klar. Man kann auch dafür relativ leicht Kampagnen machen. Und der Hintergrund beim Walfang ist einfach, in den 50er Jahren haben sich die walfangenden Länder zusammengeschlossen und haben die Internationale Walfangkommission gegründet, um halt den Walbestand zu managen. Sie haben halt gemerkt, dass die Zahlen rapide runtergehen und haben festgestellt, sie müssen irgendwie ein Tool haben, um das nachhaltiger zu machen, wenn man überhaupt von Nachhaltigkeit sprechen kann. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Wieso? Naja, also nachhaltigen Walfang hat einfach im 21. Jahrhundert nichts verloren. Das sind sehr soziale Wesen. Die haben einen, möchte ich behaupten, einen höheren Zusammenhalt, Familienzusammenhalt, wie wir ihn haben. Sie kommunizieren, sie fühlen, denken, wie wir auch. Also von daher kann man, also ich habe da einfach das falsche Wort benutzt, das funktioniert gar nicht. Und man hat dann festgestellt, auch diese Managementpläne, die man vielleicht hatte, haben über die 60er, 70er Jahre nichts gebracht und dann hat man 86 halt den kommerziellen Walfang verboten. Leider hat man ein Schlupfloch gelassen. Man hat den wissenschaftlichen Walfang nach wie vor zugelassen und den haben vor allen Dingen die Japaner, also die japanische Walfangindustrie, genutzt, um weiter auf Walfang zu gehen. Und Okay, die eben sagen dann, nur. guck hier unsere Papiere, wir machen das alles für die Wissenschaft und dann auf dem Genau. Markt später gibt es Wahl zu Ja, kaufen. so in der Art musst du dir das vorstellen.
Wenn man sich die Studien, die angeblichen Studien anguckt, dann ist da nichts Relevantes zu finden, was man nicht auch schon vorher wusste. Achso, die machen dann auch so Scheinstudien? Das kann man konnte man auf der Internetseite dann nachlesen. Also die nehmen sich so Sachen, so keine Ahnung, wie zum Beispiel, wenn die Sonne auf deine Haut scheint, dann wird es warm und dann solche Studien, so machen die dann halt mit Wahlen. Also es kam da teilweise hanebüchende Begründung. Ja, sie wollen halt rausfinden, warum die Wale aussterben. Deswegen muss man halt einen Wal schießen und den untersuchen. Ja, das ist totaler Bullshit. Was? Das ist keine Frage. So, aber um auf den Punkt zurückzukommen, man hat halt dann trotzdem sich Quoten gegeben, also die japanische Walfangindustrie immer so 1000 Tiere im Südpolarmeer, Norwegen 1000 bis 1500 Tiere an ihrer Küste. So, und dann hat Sea Shepherd halt sich... Wie ist das ermittelt, diese Zahl, weißt du das? Also, oder ist einfach nur irgendein Scheiß, wo die sagen, 1500 brauchen wir, damit wir funktionieren kommerziell? Ja, danach wird es gehen. Also man hat natürlich irgendwelche Bestandszählungen, die man dann vorhält, um zu sagen, okay, es gibt so und so viele Zwergwale meinetwegen, und dann, wenn wir dann 1500 jagen, dann schadet das dem Bestand nicht. Wobei halt diese Bestandszählungen auch schwierig sind. Das sind ja meistens in der Regel Überflugzählungen, die gemacht werden, und dann wird hochgerechnet, weil es natürlich schwierig ist, auf einem Meer alle Tiere... So wie damals die TV-Quote mit 2000 TV-Boxen irgendwie, und dann rechnen wir uns irgendwas schön hoch, damit wir es gut verkaufen können. Genau, und dass man sich natürlich auch schlimm verrechnen kann, das wird dann irgendwie gar nicht beachtet. Was für... Ja, krass. Ja. Das war im Grunde mein Weg dann dahin. So, und der Walfang ist mittlerweile gar nicht mehr das größte Problem, sondern mittlerweile ist es einfach die Meeresverschmutzung und die illegale Fischerei, die dafür sorgen, dass zum Beispiel bis zu 300.000 Wale und Delfine jedes Jahr sterben. Der Walfang an sich macht da eigentlich nur noch einen kleinen Prozentsatz aus.